dann ist damit zu rechnen, dass das implodiert. Die politische Situation in Russland spitzt sich zu. Truppen von Wagner-Chef Prigoschin sind in die russische Stadt Rostow am Don einmarschiert und kontrollieren wohl auch Militäreinrichtungen in Woronesch. Vermutlich ist er auch auf dem Weg nach Moskau. Was das für den weiteren Verlauf im Ukraine-Krieg bedeutet, ordnet Militärexperte Ralf Thiele ein. Wir sind in einem möglicherweise kriegsentscheidenden Moment. Der Tanker russische Streitkräfte muss jetzt umsteuern. Das passiert nicht im Augenblick, sondern das braucht etwas Zeit. Aber er muss jetzt sozusagen auf das wichtigere Ziel gehen, nämlich diese Intervention, so will ich es mal nennen, von Prigoschin, muss sie beenden. Das heißt, alle Ressourcen gehen jetzt auf dieses Problem. Dies könnte die Ukraine dafür nutzen, jetzt diese 9 Brigaden, 3 hat sie ja bereits im Einsatz von den 12, die sie sich da zurückgehalten hat, diese weiteren 9 Brigaden in den Einsatz zu bringen und tatsächlich einen Durchbruch zu versuchen. Das ist der kritische Moment, in dem wir sind. Russland muss nun schnell reagieren. Denn sind die Truppen erst einmal in Moskau, ist die Lage schwerer zu kontrollieren, sagt Thiele. Doch ganz so einfach sei es für Prigoschin nun auch wieder nicht. Nun sollte man die Bedrohung auch nicht übertreiben. Prigoschin fehlt ja eigentlich alles. Er hat ja im Grunde nur ein paar Spezialkräfte, sehr brutal. Aber er hat dieses ganze Drumherum, Artillerie, Drohnen, Luftstreitkräfte, das hat er alles nicht. Mein Verdacht ist, dass Moskau ihn daran hindern wird, auf der Autobahn, auf der er sich jetzt Richtung Moskau bewegt, dorthin zu kommen. Koste es, was es wolle. Dann ist damit zu rechnen, dass das implodiert. Es sei ein heikler Moment, der für beide Seiten nicht einfach zu bewältigen sei. Wie realistisch ist es, dass Prigoschin doch bis nach Moskau vorrückt? Es ist aus meiner Sicht eigentlich eher nicht wahrscheinlich, weil Russland natürlich über Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber verfügt, die auch nicht wirklich bedroht werden im Einsatz gegen Prigoschin. Und es wäre ein Zeichen großer politischer Schwäche, wenn Putin die einfach weiterfahren lässt. Also er hat die Mittel, sie zu stoppen. Er braucht nur die Entscheidung treffen, das zu tun. Und dann ist Ende. Auch für den Westen sei diese noch nie dagewesene Situation äußerst brisant. Wenn so eine Weltmacht à la Russland mit diesen vielen Nuklearwaffen einen internen Kampf hat, dann stellt sich für uns natürlich sofort die Frage, ist da der Einsatz von Nuklearwaffen denkbar, auch von chemischen und anderen Waffen? Das ist sozusagen die Perspektive, die dahinter steht, wenn der Konflikt eskaliert. Doch warum marschiert Prigoschin überhaupt in Russland ein? Die Entscheidung wirkt leichtsinnig, kann Putin doch mit recht einfachen Mitteln den Vormarsch unterbinden. Das ist häufig so, wenn sie Erfolg hatten, und Prigoschin hatte jetzt Erfolg, er war ja mit kriegsentscheidend am Ende für die Einnahme von Bachmut. Das heißt, das kann ihm zu Kopf gestiegen sein und dann verliert man schon mal den Boden unter den Füßen. Das heißt, man sitzt auf Wolke 7 und denkt eigentlich, ich kann fliegen. Man muss ja eben die ganze Genese des Mannes sehen, Straftäter, Catering, Mann, dann Gründung einer Söldnertruppe mit viel Erfolg in Syrien, auch in Afrika und jetzt eben bis hin zu Bachmut. Das kann ihm schon zu Kopf gestiegen sein. Thiele wagt einen Blick in die nahe Zukunft. Das Ende für ihn dürfte tödlich sein, selbst wenn er gefangen genommen wird. Denke ich nicht, dass er das überlebt. Doch diese neue und noch unübersichtliche Lage, die den Machtkampf im Kreml deutlicher als je zuvor zeigt, kann für zumindest eine Partei von Vorteil sein. Es ist ein Moment, der die russische Aufmerksamkeit von der Front ablenkt und die der Ukraine eine veritable Chance gibt, das auszunutzen.